Ich habe die Berge schon immer geliebt. Etwas an der frischen Luft und dem Knirschen des Schnees unter meinen Füßen lässt mich lebendig fühlen. Mein Kumpel Mike und ich sind bei jeder Gelegenheit zum Wandern gegangen, immer anspruchsvollere Wege probierend. Dieses Mal hatten wir uns den Wintercrest Trail vorgenommen. Eine schwierige Kletterpartie, selbst unter besten Bedingungen. Der Weg lag in einem dicht bewaldeten Gebiet. Die Bäume waren schwer mit Schnee beladen und schufen eine ruhige, fast ätherische Landschaft. Das Zwitschern der Vögel und das ferne Rauschen eines Baches waren unsere Begleitmusik, während wir nach oben wanderten. Mike ging wie üblich voran und legte ein zügiges Tempo vor. Bist du sicher, dass du mithalten kannst, alter Mann? Neckte er und blickte mit einem Grinsen zurück. Hey, ich bin vielleicht nicht mehr so jung wie früher, aber ein paar Tricks habe ich noch auf Lager. Entgegnete ich und schubste ihn spielerisch. Als wir höher stiegen, sank die Temperatur und das Gelände wurde anspruchsvoller. Das Lachen und die Gespräche wichen bald einem konzentrierten Schweigen. Wir waren beide erfahrene Wanderer und wussten, wann wir unsere Energie sparen mussten. Ab und zu hielten wir an, um die Aussicht zu bewundern. Die weite, unberührte Weißfläche vor uns, schön und bedrohlich zugleich. Nach ein paar Stunden erreichten wir ein Plateau, einen perfekten Ort für eine Pause. Wir ließen uns nieder, packten unsere Sandwiches und Thermoflaschen aus. Die Stille war angenehm, die Art, die nur mit jahrelanger Freundschaft kommt. Mann, das ist genau das, was ich brauchte, sagte Mike und nahm einen Schluck von seinem heißen Kaffee. Weg vom Lärm, dem Stress, einfach nur Frieden. Ich nickte zustimmend. Ja, es gibt nichts Vergleichbares. Das lässt dich all deine Sorgen vergessen. Wir sprachen über alles Mögliche und Belangloses, von der Arbeit bis zur Familie, über unsere Pläne für die Zukunft. In solchen Momenten fühlte ich mich am wohlsten, weit entfernt von den Komplexitäten des Lebens. Die Sonne begann tiefer am Himmel zu sinken, warf lange Schatten über den Schnee. Wir wussten, dass wir bald den Rückweg antreten sollten. Dann sahen wir sie. Eine einzelne Gestalt stapfte durch den Schnee, kam aus der entgegengesetzten Richtung. Sie wirkte fehl am Platz, ihre Bewegungen mühevoll und unregelmäßig. Als sie näher kam, sahen wir, dass sie in Not war. Hey, geht es dir gut? Rief Mike, als wir auf sie zuliefen. Es war eine junge Frau, vielleicht Anfang 20, ihr Gesicht rot vor Kälte. Sie sah erschöpft aus, ihre Kleidung unzureichend für die harschen Bedingungen. Ich habe mich verlaufen, stammelte sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Ich laufe schon seit Stunden. Wir boten ihr schnell Essen und Wasser an, versuchten sie aufzuwärmen. Anfangs zögerte sie, aber der Hunger siegte. Während sie aß, erzählte sie uns, dass sie Sarah hieß und auf einem anderen Weg gestartet war, aber irgendwie hier gelandet war. Verstehe, man kann sich hier schon leicht orientierungslos fühlen, sagte ich, um sie zu beruhigen. Aber du hast Glück, dass wir dich gefunden haben. Mike war gerade dabei, einen Plan zu entwickeln, zog seine Karte heraus und versuchte herauszufinden, wie wir sie am besten sicher zurückbringen konnten. Mal sehen. Wir passen unsere Route an. Nehmen Sie mit uns. Während wir uns zum Aufbruch bereit machten, überkam mich ein Gefühl der Unruhe. Etwas an Sarahs Geschichte passte nicht ganz. Aber ich schob es als Paranoia beiseite. Es der Überraschung zuschreibend, jemand anderen hier draußen zu finden. Wir begannen unseren Abstieg, die Stimmung deutlich gedämpfter. Die Sonne ging schnell unter und die Temperatur fiel. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Sarah ging zwischen uns, still und scheinbar desorientiert. Sag mal, bist du sicher, dass es dir gut geht? Fragte ich sie besorgt. Sie nickte, bot ein schwaches Lächeln. Nur müde, mehr nicht. Aber es war nicht nur das. Da war etwas in ihren Augen,
ein Blitzen von etwas, das ich nicht ganz einordnen konnte. Angst? Schuld? Ich konnte es nicht sagen. Die Schatten wurden länger und der Wald schien uns zu umschließen. Jedes Knacken eines Zweigs, jedes Rauschen des Windes ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Ich versuchte, mich auf den Weg vor uns zu konzentrieren, aber das Gefühl des Grauens wuchs mit jedem Schritt. Als die Dunkelheit uns einhüllte, konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, worauf wir wirklich gestoßen waren. Der Abstieg war langsam, der Weg rutschig unter der frischen Schneeschicht. Sarahs Anwesenheit änderte die Dynamik. Mike, normalerweise so selbstsicher und zuversichtlich, wirkte jetzt angespannt, seine Augen ständig die dunkelnden Wälder absuchend. »Geht's dir da hinten gut?« rief er über die Schulter. »Ja, bestens«, antwortete ich, obwohl meine Stimme nicht überzeugend klang. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass wir beobachtet wurden. Ab und zu warf ich einen Blick auf Sarah, versuchte ihren Gesichtsausdruck zu lesen. Aber sie hielt den Kopf gesenkt, ja, verdeckte ihr Gesicht. Als das Licht schwand, nahm der Wald eine unheimliche Qualität an. Die einst vertrauten Bäume wirkten nun wie stumme Wächter, deren Äste wie skelettartige Finger auf uns zeigten. Die Kälte kroch durch meine Kleidung, fror mich bis auf die Knochen. »Wir müssten eigentlich längst zurück sein«, murmelte ich, mehr zu mir selbst als zu den anderen. Mike hielt inne, drehte sich um uns anzusehen. »Der Schnee hat unsere Spuren bedeckt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verirren.« Mein Herz sank. Sich in den Bergen zu verlaufen, war ein Albtraumszenario, besonders bei Hereinbrechen der Nacht. Ich schaute Sarah an, erwartete, dass sie irgendwelche Anzeichen von Panik zeigen würde. Aber sie stand nur da, seltsam ruhig. »Bist du dir sicher, dass du dich an nichts erinnerst, wie du hierher gekommen bist?« fragte ich sie, unfähig, meinen Verdacht länger zurückzuhalten. »Ich wünschte, ich könnte es. Ich bin einfach weitergelaufen, in der Hoffnung, jemanden zu finden.« Etwas an ihrer Geschichte passte nicht zusammen. Aber bevor ich weiter nachhaken konnte, griff Mike ein. »Konzentrieren wir uns lieber darauf, zurückzukommen«, sagte er bestimmt. »Streiten hilft uns jetzt nicht weiter.« Er hatte natürlich recht, aber während wir weitergingen, bemerkte ich, dass Sarah nervös umherblickte, als ob sie etwas oder jemanden erwartete. Der Gedanke ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Die Wälder waren jetzt in Dunkelheit gehüllt. Das einzige Licht kam von unseren Stirnlampen. Jedes Geräusch schien verstärkt, jedes Knacken und Rascheln setzte meine Nerven auf Kante. Wir gingen in Stille weiter, die Spannung spürbar. Das Gefühl der Isolation war überwältigend, die Erkenntnis, dass wir meilenweit von irgendjemandem entfernt waren, vollkommen ausgeliefert der Wildnis. Dann, aus dem Nichts, stolperte Sarah und fiel zu Boden, schrie auf. Wir eilten zu ihrer Seite, aber sie winkte uns ab, kam unbeholfen auf die Beine. »Mir geht es gut«, behauptete sie, obwohl ihr Gesicht blass war und ihre Augen vor Angst weit aufgerissen. »Ich bin nur gestolpert, mehr nicht.« Aber es war nicht nur ein Stolpern. Ihr Fall hatte eine kleine Lawine ausgelöst und jetzt war der Weg vor uns blockiert. »Wir müssen einen anderen Weg finden«, sagte Mike, seine Stimme angespannt. Die Umleitung führte uns tiefer in den Wald, weg vom vertrauten Pfad. Jeder Schritt fühlte sich an wie ein Schritt weiter ins Unbekannte. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass wir in die Irre geführt wurden, dass Sarahs Anwesenheit uns verflucht hatte. Während wir uns durch die dichten Bäume navigierten, dachte ich zurück an die Geschichten, die ich über diese Berge gehört hatte. Erzählungen von Wanderern, die verschwanden und nie wieder gefunden wurden. Ich hatte immer gedacht, das seien nur Geschichten, um Kinder zu erschrecken. Aber jetzt, im Herzen der Wildnis, mit der Dunkelheit, die uns umgab, fühlte sie sich allzu real an. Ich warf einen weiteren Blick auf Sarah, fragte mich, ob sie mehr wusste, als sie zugab. Unsere Blicke trafen sich und für einen Moment dachte ich, einen Funken von etwas Bösartigem zu sehen.
aber dann war es weg, ersetzt durch denselben leeren und müden Ausdruck. So, wir sollten in der Nähe sein, sagte Mike, obwohl ich den Zweifel in seiner Stimme hören konnte. Aber in der Nähe von was? Sicherheit? Oder von etwas viel Gefährlicherem? Die Nacht war nun über uns hereingebrochen, die Kälte biss durch unsere Schichten. Jeder Schatten schien eine Bedrohung zu verbergen, jedes Geräusch eine Warnung. Wir waren in der Wildnis verloren und ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas auf uns wartete. Die Nacht lastete schwer unterdrückend auf uns. Unsere Stirnlampen warfen gespenstische Schatten, die zwischen den Bäumen tanzten und flackerten. Ich versuchte, meine Ängste in Schach zu halten, aber die bedrückende Atmosphäre machte es fast unmöglich. Mike ging voraus, seine übliche Zuversicht ersetzt durch eine düstere Entschlossenheit. Sarah folgte schweigend, ihr Gesicht eine undurchdringliche Maske. Je tiefer wir gingen, desto desorientierter fühlte ich mich. Ich konnte nicht sagen, ob wir im Kreis gingen oder überhaupt vorankamen. Wir müssen anhalten, sagte ich schließlich, meine Stimme heiser. Wir können nicht so weitermachen. Wir verlaufen uns nur noch mehr. Mike hielt an und drehte sich um, sein Gesicht erhellt durch das harte Licht seiner Stirnlampe. Wenn wir jetzt anhalten, riskieren wir hier draußen zu erfrieren. Wir müssen weitergehen. Sarah nickte zustimmend, aber ihre Stimme zitterte. Er hat recht. Wir können nicht anhalten. Ich sah von einem zum anderen, spürte eine Welle der Frustration. Und was, wenn wir uns weiter von der Sicherheit entfernen? Was, wenn wir in noch größere Gefahr laufen? Aber meine Einwände wurden durch ein plötzliches Geräusch unterbrochen. Ein tiefes, gurgelndes Knurren. Wir erstarrten, unsere Lichter durchsuchten die Dunkelheit. Mein Herz schlug wild in meiner Brust. Jeder Instinkt schrie mir zu rennen. Was war das? Flüsterte Sarah, ihre Stimme kaum hörbar. Ich weiß es nicht, antwortete Mike, bemüht ruhig klingend. Könnte ein Bär oder ein Wolf sein. Wir müssen zusammenbleiben und weitergehen. Aber als wir wieder anfingen zu laufen, folgte uns das Knurren. Eine ständige Erinnerung an die unsichtbare Kraft, die in den Schatten lauerte. Jeder Schritt fühlte sich an wie ein Schritt in unser Verderben. Die Spannung war unerträglich, die Angst fast greifbar. Wir sprachen in gedämpften Tönen, unsere Gespräche von langen Stillephasen unterbrochen. Dann, ohne Vorwarnung, kollabierte Sarah. Ihr Körper sank zu Boden. Sarah, rief ich, eilte zu ihrer Seite. Sie war bewusstlos, ihre Atmung flach. Panik machte sich breit, als wir versuchten, sie zu beleben, aber sie blieb regungslos. Wir müssen sie herausbringen, sagte Mike, seine Stimme von Angst durchzogen. Wir können sie nicht einfach hier lassen. Aber während wir diskutierten, was zu tun sei, intensivierte sich das Knurren, schloss sich um uns. Ich blickte mich hektisch um, versuchte die Quelle zu orten, aber es war unmöglich. Wir sind hier leichte Beute, sagte ich, meine Stimme zitternd. Wir brauchen jetzt Schutz. Mike nickte und gemeinsam hoben wir Sarah auf, trugen sie so gut es ging. Das Knurren schien uns zu folgen. Eine ständige Erinnerung an die Gefahr, in der wir waren. Nach einer gefühlten Ewigkeit stießen wir auf eine kleine Lichtung mit einem großen, umgefallenen Baum. Es war nicht viel, aber es musste reichen. Wir legten Sarah nieder, versuchten es ihr so bequem wie möglich zu machen. Wir müssen Wache halten, sagte Mike, seine Augen durchdrangen die Dunkelheit. Was auch immer da draußen ist, es wird nicht einfach aufgeben. Ich nickte, mein Verstand raste vor Angst und Unsicherheit. Was lauerte da draußen auf uns? War es ein Tier oder etwas weitaus Schlimmeres?
Als Mike die erste Wache übernahm, setzte ich mich neben Sarah, überprüfte ihren Puls und versuchte, sie warm zu halten. Die Dunkelheit schien uns zu umgeben, eine greifbare Kraft, die uns zu verschlingen drohte. Ich konnte einfach das Gefühl nicht abschütteln, dass wir beobachtet wurden, dass etwas auf den richtigen Moment wartete, um zuzuschlagen. Das Knurren hatte aufgehört, aber die Stille war noch beängstigender. Es fühlte sich an wie die Ruhe vor dem Sturm, der Moment der Stille, bevor alles ausbrach. Die Stunden zogen sich hin, jede Minute fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Mikes Augen verließen niemals die Dunkelheit, seine Hand umklammerte seinen Wanderstock wie eine Waffe. Ich saß neben Sarah, ihr flaches Atmen das einzige Geräusch in der erdrückenden Stille. Ich versuchte rational zu bleiben, meine Angst in Schach zu halten, aber der Wald schien sich von unserem Terror zu ernähren. Die Schatten vertieften und verdrehten sich zu grotesken Formen. Jedes Rascheln des Windes, jedes Knacken eines Astes ließ mein Herz rasen. Dann, aus der Dunkelheit, kam ein Geräusch, das mich bis ins Mark erschauern ließ. Ein tiefes, klagendes Heulen. Mike erstarrte, sein Griff um seinen Stock festigte sich. »Was zum Teufel ist das?« flüsterte er, seine Stimme kaum hörbar. Ich schüttelte den Kopf, unfähig, meine Stimme zu finden. Das Heulen hallte durch den Wald, ein Klagelied, das von Hunger und Wut sprach. Wir kauerten zusammen, unsere Augen fixierten die Dunkelheit. Das Heulen verblasste, ersetzt durch eine gespannte Stille. Ich spürte die Angst in mir pulsieren, eine Urangst, die ich noch nie gekannt hatte. Und dann, ohne Vorwarnung, öffneten sich Sarahs Augen. Aber sie waren anders, nicht mehr die stumpfen, ängstlichen Augen einer verirrten Wanderin. Sie waren hell, fast glühend in der Dunkelheit, erfüllt von einer bösartigen Intelligenz. »Sarah«, stammelte ich, meine Stimme zitterte. Aber sie antwortete nicht. Stattdessen stand sie langsam auf, ihre Bewegungen absichtlich und unnatürlich. Sie drehte sich zu uns, und ich sah es dann, die Wahrheit, die ganze Zeit vor unseren Augen verborgen war. Sarah war kein Opfer, sie war der Jäger. Mike trat zurück, seinen Stock defensiv erhoben. »Was bist du?« Sie lächelte, aber es war ein Lächeln ohne Wärme, ein Raubtier, das seine Zähne entblößt. »Er war zu leicht zu täuschen, so bereit, der hilflosen jungen Frau in Not zu glauben.« Ihre Stimme war anders, tiefer, mit einem unheimlichen Nachhall. Ein kalter Schauer der Furcht ergriff mein Herz. Die ganze Zeit waren wir in eine Falle gegangen. »Du kommst damit nicht davon«, sagte Mike, obwohl seine Stimme nicht überzeugend klang. Sie neigte ihren Kopf, betrachtete ihn. »Aber das habe ich bereits. Ihr gehört jetzt mir, fern von jeder Hilfe. Eure Angst ist köstlich, ein Fest für meine Seele.« Die Erkenntnis traf mich wie ein physischer Schlag. Wir hatten Sarah nicht gefunden. Sie hatte uns gefunden und uns tiefer in ihre Falle geführt. »Wir finden schon einen Weg hinaus«, sagte ich, mehr zu mir selbst als zu ihr. »Wir werden nicht deine Beute sein.« Sie lachte wieder, ein Klang, der durch den Wald hallte. »Ihr könnt es versuchen, aber ihr werdet scheitern. Der Wald ist mein Reich und ihr seid nichts als Eindringlinge.« Mit diesen Worten verschwand sie in der Dunkelheit. Ihre Anwesenheit blieb wie ein böser Traum zurück. Wir waren wieder allein, aber die Bedrohung war längst nicht vorbei. Wir mussten einen Weg finden, ihren Klauen zu entkommen, bevor es zu spät war. Aber als wir uns in die Dunkelheit aufmachten, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass wir in die Kiefer des Todes liefen. Wir stolperten durch die Dunkelheit. Unsere Gedanken wirbelten von der Enthüllung von Sarahs wahrer Natur.
Der Wald schien um uns herum lebendig zu werden. Jeder Schatten eine potenzielle Bedrohung. Unser einziges Ziel war es, einen Weg hinauszufinden, dem Griff des bösartigen Geistes zu entkommen, der uns jagte. Mike führte den Weg, seine Entschlossenheit ein Leuchtturm in der erdrückenden Dunkelheit. Ich folgte ihm dicht, jeder meiner Sinne in höchster Alarmbereitschaft. Die Angst war ein ständiger Begleiter, ein Gewicht, das uns zu Boden zu ziehen drohte. Als die Nacht sich hinzog, begann unsere Hoffnung zu schwinden. Der Wald schien endlos, ein Labyrinth, entworfen, um uns zu fangen und zu desorientieren. Jeder Schritt nahm seinen Tribut, unsere Energie schwand mit jedem Moment. Dann, gerade als die Verzweiflung einzutreten begann, sahen wir es. Ein Licht in der Ferne, schwach, aber unverkennbar. Erneut durch die Hoffnung beschleunigten wir unser Tempo. Das Licht wurde mit jedem Schritt heller. Wir kamen aus dem Wald auf eine Straße. Das Mondlicht warf einen blassen Schein über die schneebedeckte Landschaft. Wir waren raus, frei von den Fängen des Waldes und seines bösartigen Bewohners. »Lassen wir uns so weit wie möglich von hier entfernen«, sagte Mike, seine Stimme eine Mischung aus Erleichterung und Erschöpfung. Wir gingen die Straße entlang, setzten so viel Distanz wie möglich zwischen uns und den Wald. Aber während wir gingen, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass wir nicht allein waren. Ich schaute immer wieder zurück, halb erwartend Sarah zu sehen, wie sie uns folgte, ihre Augen in der Dunkelheit glühend. Aber die Straße war leer, der Wald still. Wir gingen stundenlang, die Stille zwischen uns ein Zeugnis des Schreckens, den wir gerade überlebt hatten. Schließlich sahen wir die Lichter einer Stadt in der Ferne, ein Zeichen der Zivilisation und Sicherheit. Wir beschleunigten unseren Schritt, begierig darauf, den Albtraum hinter uns zu lassen. Aber als wir uns der Stadt näherten, bemerkte ich etwas Seltsames. Die Lichter schienen zu flackern, die Schatten tanzten auf eine Weise, die erschreckend vertraut war. Wir erreichten die Stadt, aber sie war verlassen, die Gebäude dunkel und still. Als ich die Wahrheit begriff, gefror mir das Blut in meinen Adern. »Wir sind immer noch im Wald«, flüsterte ich, meine Stimme gekränkt mit Entsetzen. »Das hier ist nicht real. Es ist eine weitere Illusion.« Mike sah sich um. Die Erkenntnis dämmerte auch ihm. »Scheiße, Mann. Wir sind nie rausgekommen. Sie spielt immer noch mit uns.« Wir waren gefangen, in einem Albtraum gefangen, aus dem es kein Entkommen gab. Die Stadt war eine Fassade, eine Schöpfung von Sarahs bösartigem Willen. Wir wanderten durch die leeren Straßen, die Stille erdrückend. Und dann, aus der Dunkelheit erschien sie. Sarah. Sie lächelte. Sie stand am Rand der Stadt, ihre Augen weit aufgerissen vor Angst. »Du bist nicht echt«, sagte ich, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Du bist nur eine weitere Illusion.« Aber sie schüttelte den Kopf, Tränen liefen über ihr Gesicht. »Ich bin echt. Bitte, ihr müsst mir glauben.« Plötzlich traf mich ein entsetzlicher Gedanke. Wenn dies die echte Sarah war, wer oder was hatte all diese Zeit als Sarah in unserer Welt gelebt?